Früher haben sie sich aus Spaß geschlagen oder aus Frust. Heute prügeln sie sich, um Teil der Gesellschaft zu werden. Dafür trainieren Jihan, Wesi und die anderen Jungs aus Bremen-Huchting jeden Tag. Wer im Ring besteht, dem gelingt auch der Rest. So ihre Devise. Hast du Ideen, was du mal werden willst? Ja, vielleicht mal das Geschäft von meinem Vater übernehmen. Was macht er? Der ist Bäcker. Also Schule, das wäre ganz gut, wenn ich jetzt mal meinen Realabschluss machen könnte. Also mein Ziel ist, mich bei GFG 9 zu bewerben. Und dadurch hilft der Sport mir weiter. Kampfsport treiben, um das Leben in den Griff zu bekommen. Ein Konzept, das in Bremen aufzugehen scheint. Keimzelle der Idee ist der Flamingo Boxclub. Seit 10 Jahren wird in der ehemaligen Lagerhalle Disziplin unterrichtet. 100 Jugendliche aus 29 Nationen lernen hier, ihre Kraft sinnvoll einzusetzen. Die meisten meiner Jugendlichen sind durch Straftaten aufgefallen, Schlägereien. Und Ziel ist immer Erziehung. Wir wollen nettes miteinander umgehen haben. Wir verbringen viele Nächte auch mit den Jungs, weil wir an Wochenenden auf Turnieren sind. Wir schlafen zusammen in den gleichen Räumen. Und dergleichen. Wir gehen zusammen essen in der Öffentlichkeit. Da kann man nicht in die Gegend rumschreien, ey du Arschloch und dergleichen. Also, wir müssen schon ein bisschen vernünftige Umgangsformen wahren. Ne? Laut Trainer Timi Lange dienen die Schläge der Abhärtung. Das sei wichtig für den Sport. Und wohl auch fürs Leben. Pause ist Pause. Aber weil du nicht gehört hast, habt ihr 3 Mädchen 10 Kniebeugen, 10 Liegestützen. Los geht's. Wir sind ja ein Team, da werden wir alle gleichmäßig bestraft, ne? Oberkörper gerade. Hast du gerade sehr schön gesagt. 25 Liegestützen. Gleich hier bleiben und runter. Schadenfreude gibt's bei uns nicht. Der 19-jährige Türke Veysi ist das Vorzeigebeispiel des Clubs. 3 deutsche Meistertitel im Kickboxen hat er geholt. Was hast denn du noch vor mit dem Sport? Mit dem Sport? Also, ganz hoch zu kommen. Was heißt das? Ja, an dem Boxen will ich noch, wenn ich das schaffe, ganz hoch zu kommen in die professionelle Liga. Olympia? Olympia, wenn es klappen sollte, auf jeden Fall. Tagsüber arbeitet Veysi im Kiosk seines Vaters. Eine Ausbildung hat er nicht. Nach Sonderschule und Hauptschule hat er die Zeit totgeschlagen und sich gehauen, war Polizei bekannt. Heute würde Veysi gern wieder die Schulbank drücken, um irgendwie das Fachabitur zu machen. Doch derzeit will ihn keine Schule nehmen, obwohl er seit Jahren nicht mehr aufgefallen ist. Ich sag mal so, dann ich mach keinen Ärger mehr. Okay, wenn kommt, dann kommt's. Da kann ich nicht Nein sagen. Dann hau ich auch irgendwie nicht ab. Ne? Dann wehr ich mich. Das ist... Notwehr ist was anders, aber ich gehe nicht mehr wie früher nach vorne. Was ist denn los? Was guckst du mich dann an? Ich klatsche gleich hin. Das gibt's zum Beispiel nicht mehr. Ich bin einfach ganz okay. Wenn keiner mich ärgert, ich ärgere niemanden mehr. Früher war es nicht so. Früher, wir sitzen einfach irgendwo, Straßenmann oder weiß der Gott wo, guckt er mich an, steh auf, was guckst du mich denn an? Bist du bescheuert oder was? Zum Beispiel, das gibt's nur zum Beispiel nicht mehr. Der Bremer Stadtteil Huchting hat seiner Jugend nicht viel zu bieten. Türken, Russen, Araber leben hier unter sich. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen. Der 14-jährige Türke Jihan Kaya geht seit 1 Jahr regelmäßig in die Boxschule. Seitdem hat sich der Junge verändert. Neuerdings nimmt er sogar Aufgaben in der Familie wahr. Also ab und zu gehe ich mit ihr spazieren, bis sie einschläft und dann wieder nach Hause. Also früher hatte ich so die ganze Energie, die war aufgestaut und die konnte nichts heraus. Und jetzt durch den Sport geht die Energie raus und man hat dann also nicht so viel Energie für andere Sachen. Jetzt ist alles besser, alles. Gute Noten? Gut, ja, gute Note gekriegt und gute Zeugnis. Alles ist besser jetzt. 2 Stunden trainiert Jihan jetzt jeden Tag Schläge und Kicks, macht sich fit für den Ring, nicht für die Straße. Auch Jihan Köksal und sein Freund Dennis sind im Bremer Problemstadtteil Huchting aufgewachsen. Ihren Trainer treffen sie in dieser Gegend täglich. Mit fast missionarischem Eifer versucht der ehemalige Türsteher, Jugendliche von der Straße zu holen. Na, was wollt ihr mit der Polizei zu tun haben? Lieber für uns hier eine Gemeinschaft bilden, dass wir vielleicht Sportangebot machen, ne, dass wir irgendwo hier trainieren und wer richtiges Training macht. Nein, wir sind von uns, ja. Wir sind hier, Leute. Ja, das Ding ist aber, viele sind auch trainingsfaul, ne? Weißt du was, wenn die erstmal dabei gewesen sind und haben den Spaß entdeckt dabei, ne, dann haben die auch Lust, sowas zu machen. Das ist ja bei den Jungs genauso. Die haben irgendwann angefangen bei uns und hatten auch nicht so viel Interesse erst. Und jetzt sind sie 1 Jahr dabei. Die sind halt vernünftige Jungs geworden. Selbst die Leistungen in der Schule werden vom Boxtrainer kontrolliert. Jedes halbes Jahr bekommen wir ein Zwischenzeugnis oder das Endzeugnis.
Da achten die sehr drauf, kontrollieren das mit dem Zeugnis, was wir vor dem Boxen angefangen haben und wie sich das immer steigert, ob das schlimmer wird, schlechter wird. Wir haben ja auch Trainer bei uns, die auch selber Deutschlehrer sind oder andere Lehrer, Sportlehrer. Da achten sie sehr drauf. Und wenn wir mal nicht so ein gutes Zeugnis haben, halten die uns vom Training entfernt und lassen uns üben dann. Da machen wir nicht das Training, sondern üben wir zu Hause für die Schule. Früher hatte der 15-jährige Deutsch-Türke häufig Ärger mit der Polizei. Keine schweren Vergehen, Schlägereien auf der Straße, das Übliche eben. Irgendwann mischte sich dann sein Bruder ein und schickte ihn in die Boxschule. Das war vor einem Jahr. Seitdem geht Cihan jeden Tag trainieren. Obwohl ich am Anfang nicht begeistert war davon. Sport, Boxen, brutal, blutig, dicke Augen. Aber mittlerweile doch, ist nicht verkehrt gewesen. Nach einem Jahr Training ist es soweit. Cihan soll zum ersten Mal in den Ring steigen. Aufwärmen für den Ernstfall. Sind Sie da drin gewesen? Steigern Sie sich noch mal um eine Klasse, ins bessere Leben rein. Weil Sie einfach gesehen haben, ich muss etwas tun. Sie bekommen erst nach dem ersten Kampf, haben Sie sich vor Augen geführt, dass Sie etwas tun müssen. Weil da ist einer, der kommt nicht aus unserem Verein und der hat trainiert. Ne? Der will nicht mit ihm Spaß machen, sondern der will ihm ganz grob gesagt auf die Glocke hauen. Drei Runden werden gekämpft, jeweils 1,5 Minuten. Es geht nach Gewichtsklassen. Sein Gegner ist ein 5 Jahre älterer Deutsch-Russe. Sei nicht so verkrampft, locker raus! Schon in der 2. Runde wirft der Trainer das Handtuch. Aufgabe, damit sein Schützling nicht gleich beim ersten Mal die Lust am Weitermachen verliert. Deine Kondition hat nicht gereicht, deine Nervosität war zu groß. Das ist aber alles nicht schlimm. Es gibt noch einen nächsten Kampf. Okay? Wir machen doch hier nur Sport. Hä? Okay. Für Cihan ist es mehr als Sport. Und er will weitermachen. Mit dem Training, mit der Disziplin und mit dem Wunsch, Bäcker zu werden.